So, ja, ein neues Video von mir. Man sieht schon, dass es hier ein bisschen wackelig ist. Ja, der AM-Mittelwellen-PLL-Sender. Was ich gemacht hätte, was ich nicht verstehe, warum der Hersteller das gemacht hat, warum hat er das so gemacht? Man hätte doch dieses AM-Mittelwellen hier drüben hingebracht und das PLL-Sender hier, dass das richtig schön hier oben so quasi rüber ist. Aber gut, ist ja auch egal. Euch interessiert, glaube ich, weniger irgendeine Designentscheidung am Gehäuse, als ob die Schaltung funktioniert. Nun, ich denke, ich lasse die Schaltung mal für sich selbst sprechen. Ich habe hier ein Radio. Die Dipschalter im Sender sind auf 1017 Kilohertz eingestellt. Also wieder das Mittelwellenmitte. So, dann schauen wir mal. Aha. Ihr hört schon. Ihr erinnert euch, in den vorherigen Videos war es immer so, dass hier das ganze Band komplett zu war und es geleuchtet hat. Aber jetzt haben wir hier bei 1017 Kilohertz das Signal. Aha, schön. So, und das nächste ist, machen wir hier einen Kassettenspieler, Play. Ja, ich denke, es ist deutlich hörbar, dass diese vor Jahren mal aufgenommene Musik da zu hören ist. Jetzt fragen sich einige, was habe ich da jetzt gemacht, dass das Ding wieder funktioniert? Nun, der Reparaturskill hieß in diesem Fall einfach Erfahrung. Ja, ich habe sehr viel Zeit in Foren verbracht, Foren lesen. Möchte ich jetzt nicht angeben, aber ich habe wirklich ein sehr großes Wissen innerhalb dieser, sagen wir mal, Sender-Community. Und ich weiß, dass ein Großteil dieser Sender, also nicht explizit dieser Sender, sondern ein Großteil generell vom Mittelwellensender aus den Niederlanden stammt. Denn diese Ja, niederländische Sender-Community ist sehr groß, hat auch entsprechende Foren. Also habe ich nach PLL AM gesucht und nach AM Zender. Und Zender nicht, also nicht Sender mit S, sondern mit einem Z. Ja, weil in Niederlanden heißt es Zender mit Z, warum auch immer. Ist halt in deren Sprache so und habe entsprechende Schaltpläne gefunden. Und ich wusste, da ich ja sehr viel mit dem Sender gearbeitet habe, schon ungefähr, welche Bauteile da drin sind, welche Widerstandswerte hatte ich ungefähr im Kopf. Und dann habe ich einen Schaltplan gefunden, da habe ich gedacht, der ist es. Das ist exakt der Schaltplan von diesem Sender, aber da habe ich auch gewusst, dass was anderes ist. Denn der ist ein PLL-Schleifenfilter. Ich vermute, dass es der ist, der Schleifenfilter. Und hat dann 470 NF auf Masse. Ich weiß aber, das weiß ich, weil ich es mir gemerkt habe, dass bei mir dieser Kondensator hier drin war. So. Dieser kleine Kondensator hier, dann schauen wir mal, das scharf stellen. So, und ihr seht schon, dass das ein 470 ist. 470. 470 PF, also 0,47 NF, ist nicht 470 NF. Und das nächste war, überall war zu diesem Kondensator noch ein Widerstand dazu und der hat 2,2 Megaohm. Bei mir war der Widerstand dann an der Stelle. Ja, so. Gut. Also, was habe ich gemacht? Ich habe einen Dremel genommen und habe ein Loch gebohrt, weil ich diesen 470 NF, ihr seht ihn in der Bildmitte, dieses längliche Teil über dem braunen Widerstand, weil ich nur in der Bauform ein 470 NF da habe. Und dann unter den 2,2 Megaohm rein und zack, schon funktioniert der Sender, wie er soll. Anfangs waren die Dipschalter hier auf 684 Kilohertz eingestellt. Und die 684 hat er auch gemacht, genauso wie jetzt. Aber ich habe sie eben, weil ich die Kombination auswendig weiß, mittlerweile wieder auf 1017 gestellt, weil es Bandmitte ist. Warum Bandmitte? Wenn man so einen Sender misst, der einen großen Frequenzbereich hat, dann misst man die Leistung im Normalfall immer in der Bandmitte. Man ist fair, man sagt nicht, ja, ich messe jetzt ganz am Anfang die Leistung, vielleicht ist er ein bisschen stärker oder ganz oben, vielleicht ist er ein bisschen schwächer, sondern man misst in der Bandmitte. So, das war das Nächste. Das wiederum nächste ist, dass ich die Schaltung verstanden habe. Denn ich habe das letzte Mal nicht diese Verbindung hier gesehen zwischen dem 40103 und dem 4046 VCO. Da ist aber eine Verbindung vom VCO-Ausgang auf dem 40103. Und so macht der ganze Regelkreis Sinn. Ja. Jetzt macht es Sinn, jetzt kann es funktionieren, jetzt kann es die Frequenz regeln, jetzt funktioniert diese Schaltung. Jetzt verstehe ich das. Und nicht wie vorher, wo ich mir gedacht habe, woher soll denn der 4046 wissen, welche Frequenz der VCO macht? Weil eben diese Verbindung hier vorher gefehlt hat. Und noch ein Nachtrag. Ich habe immer gedacht, diese großen Kondensatoren, die sind parallel. Aber erst heute ist mir aufgefallen, dass einer davon auf Masse geht. Das heißt, die Ausgangsschaltung sieht so aus. Ich schätze mal, dass der Pin hier oder die PL-Buchse ist ja auch mit Masse verbunden. Also im Prinzip hat er am Ausgang einfach noch einen Kondensator parallel auf Masse. Ganz primitiver, ganz einfacher Oberwellenfilter, vielleicht auch das Signal noch ein bisschen schöner machen. Ja, es ist so das Minimalistischste, was man sich vorstellen kann, aber es ist immer noch besser als gar nichts einzubauen. Gut, jetzt möchte ich noch eine Leistungsmessung machen. Und dazu habe ich hier mein Spannungsmessgerät. Denn wie ihr sicher wisst, bei der Funktechnik, wenn wir einen Modulator haben, haben wir die halbe Betriebsspannung. Wer es nicht weiß, schaut bitte bei Eflose, Grundlagen Funktechnik, Grundlagen Sendetechnik, da haben er und ich mal was dazu gemacht. So, und
Das ist so, wenn ich jetzt einen Modulator habe, habe ich die halbe Betriebsspannung. Und da unsere Betriebsspannung hier 12 Volt ist, was vielleicht gibt, wenn die Klemme sich hier nicht dauernd verhängen würde. Ich muss das Messgerät übrigens so hinmachen, weil ihr seht, dass es gebrochen ist. Das nutze ich sehr intensiv. Das ist runtergefallen, der Zeiger ist verbogen. Aber lasst euch davon nicht täuschen, es ist immer noch ziemlich genau. So, ja. Und jetzt versuche ich da hinzukommen. Und ihr seht schon, wir haben 12 Volt Eingangsspannung. Das heißt, logischerweise muss der Ausgang, der Modulatorausgang auf 6 Volt eingestellt werden. Wie gesagt, Modulator habt ihr immer halbe Betriebsspannung bei sowas. Gut, dann drehe ich mal hier in den Potti, dafür ist es ja da, auf 6 Volt Betriebsspannung. Und wenn wir der Anleitung folgen, haben wir jetzt 10 Watt Ausgangsleistung. Das Messgerät ist wieder über ein gekauftes RG58-PLPL-Kabel verbunden und am Ausgang ist ein Dummy und es steht auf FWD. Und wir haben zwischen 3 und 5, also 4 Watt und nicht 10 Watt. Gut, auf was beziehen sich die 10 Watt? Auf 50 Ohm? 10 Watt PEP? Keine Ahnung. Ich kann jetzt hier mal voll aufdrehen. Dann haben wir nämlich 7 Watt. Aber wir haben hier fast 9 Volt. Wenn man jetzt das so lassen würde, hätte man Modulation, die sehr leise ist, die kratzt und die nichts taugt. Aber hey, ich meine, ein 3 bis 4 Watt PLL-Sender, der absolut frequenzstabil ist, kann man auch brauchen. Was heißt brauchen? Ich werde es dann in den Deckel wieder draufschrauben und werde das Teil aufräumen in die Kiste, wo ich es gekauft habe. Oder von der es halt gekommen ist, mit der es gekommen ist. Und wenn ich an dem Teil weiterarbeite, wäre das sofort nächste, was ich mache, hier diese Audioanschlüsse. Da einen ordentlichen Vorverstärker einbauen, der die für Mittelwelle die Frequenzen ein bisschen anpasst und vor allem auch die Kanäle richtig trennt und nicht miteinander kurzschließt. Aber ja, vorerst werde ich das Ding einfach mal, den Sender einfach mal wieder in die Kiste tun, werde ihn einlagern. Ja, mal schauen, wann ich was damit mache, ob ich was damit mache und was ich dann mit dem mache. Ja gut, also der Mittelwellen-PLL-Sender funktioniert wieder. Vielen Dank soweit fürs Zuschauen und noch einen schönen Tag. So, this is my AM Mittelwellen PLL Sender, Mittelwellen Medium Wave Sender Transmitter. And this is an update to the transmitter. And I want to just demonstrate what has changed compared to the previous videos. I have my radio here. It's turned on already and it's tuned to 1017 kHz, which is the frequency that I set up on the dip switches inside the transmitter. And now let's listen. You have an empty carrier. Aha! If you have seen the previous videos, you do recall that it doesn't matter where you tune it, the transmitter just transmits everywhere, but now it's transmitting only on the frequency like 1017 kHz, which I have adjusted. So, the next thing is modulation. I have my cassette player here. Push play. And the recording, which is a few years old already, is being played to the radio. How got it working? How got the transmitter working again? Experience. This is pretty much the answer to this, because I spent a lot of time in radio-related, transmitter-related electronic forums. And in these forums, I got lots of knowledge about the radio community. Especially in the Netherlands, there are lots of AM stations, AM transmitter. There's a huge community there. And what I was looking for is picture search, and I typed in AM PLL, and I typed in AM sender, but not with S, with a C, because with a C seems to be the name for it in the Netherlands for it sender or transmitter. Sender means transmitter, and the Mittelwellen sender circuit, I found one, and I was like, oh, this is exactly the circuit that I'm having inside this thing. I do recall the components, I do recall the resistors, capacitors. This is exactly this transmitter. It was not the transmitter with a final amp, with a 10 watt and whatever. It was going to a different circuit, like a low power transmitter, but the PLL part, the frequency generation part, was exactly the same like in my transmitter. And then I did recall something, because I recalled the values. They're using, I guess it's the loop filter, they're using a 417 nanofarads capacitor on the loop filter. In my transmitter, this capacitor was built in and even looked like as if someone has worked on it and afterwards soldered it in.
If you can read capacitor values, you can tell that this is not 470 nanofarads, it's 0.47 nanofarads. This was the first thing. The second thing is, the schematics I found all use a 2.2 mega ohm resistor, and in my transmitter this resistor was in. If you can read resistors, you will read this is not a 2.2 mega ohm resistor. So what did I do? The most simple thing. I replaced the 10K with a 2.2 mega ohm. This is the brown resistor. And the long part over the brown resistor with the red, red, green is a 470 nanofarads capacitor. I had to drill an extra hole, into the circuit board. I had to drill an extra hole into the circuit board and put it in. And now, as you can see, it's working. I also tested different frequency because the transmitter was set from yesterday's experiment, which I did, was set on 684 kilohertz. And when it was set like this, I could pick it up in this area. So it's pretty much completely working now. But now this video is not yet over, because I will show you how much power this transmitter will make. It says 10 to 12 watts in the manual. But before I do that, I will go to another manual, which I've drawn, and give you some additional information. Yesterday, I could not understand how this would work, because the PLL is getting two fixed signals. How should it see what the VCO is doing? But when I was reading the schematics, I saw that there is a connection from the VCO output to this 40103. And now this makes sense, because it can measure the frequency which is generated here, which is the medium wave frequency, and then it can compare it with the reference frequency. So it's all working now, I understand it, and I also figured out, I always thought these capacitors are in parallel, the big ones. But no, one of them goes to output, RF output, and one of them goes to ground. And the output from the connector is probably also ground. So they're not connected, there's no connection parallel. This is a very, 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 very simple low-pass filter. So the next thing that I'm going to measure is the output power. And for measuring it, I could just crank up the power control here, which is the output power. But I will measure it, and for measuring it, I have my meter. And this meter really has been through lots of stuff. You can see it's broken, literally. The needle is scratching on the back if it's laying on... Yeah, I've used this meter a lot. But I like it because there is an range switch, and it's very simple and very easy to use. As it is now, it's working, and it's very precisely. So I'm going to connect one of the connectors to ground, and with the next connector, it doesn't have contact. I'm going to connect it here to ground, and I'm going to measure the supply voltage. And you can see it has 12 volts. This is from a power supply. 12 volts is the main supply voltage, and in AM transmitters, you have a series modulator. That means a transistor or amplifier or transformer is in series to the supply voltage with the final amp. And the voltage you want to have from your final amp after the modulator is half supply voltage. And half supply voltage from 12 volts is 6 volts. That's a pretty simple calculation, huh? Okay, after we calculated this, there are reasons which I don't want to explain because it's too long, but watch some other videos. I've talked so often about transmitters and why this has to be like this and why it has to be like that. And just trust me, modulator output is half supply voltage. Now I'm going to connect my meter to the coil that goes from the modulator to the final amp. So this is the final amp coil. And I'm going to adjust 6 volts. So we are having 6 volts now, which is half supply voltage. And I have my meter hooked up with a wire. This is a baud wire, so it's sure good. And on the output from my meter is my dummy load. And we should measure 10 watts now, and we are having only about 4 watts. It's 10 watts, and it's the lower scale. 10 watts would be there. We are between 3 and 5, so we're having 4 watts. If I crank it up completely, we are going 7 watts, but look, it's 9 volts. And 9 volts is too much. If you crank it up completely, you will have a very silent modulation. If you just crank up the volume, the modulation will distort. So yeah, okay, now I'm having a 3 watt, 4 watt AM transmitter, very frequency stable. And the next thing that I'm going to do, I'm going to pack it back in the box where it came with, or where it was inside when I got it.
And somewhere later I might play with it again, but for now I'll just put it away and store it. Okay, I will start the transmitter now. Thanks for watching.